Jo. Hallo again. Ist ziemlich hell bei mir. Okay, dann werden wir das ändern. Moment, Moment, Moment. Filter. Hast du vielleicht noch Gamma in OBS hochgedreht oder so? Kann das sein? Ich drehe mal ein bisschen Helligkeit runter. Könnte jetzt etwas besser sein, hoffe ich. Ich habe natürlich auch meine Taschenlampe, also meine Lampe an. Und so ist es ohne Lampe. Jetzt sind So natürlich ist auch die mit. Nachtfolgen länger, ne? Wo Ja, wir. ja, 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 ja. Es bleibt ja nicht aus irgendwie, Das ne? bleibt überhaupt nicht aus. Nee, das ist, ja, das ist klar. So, oh, ich habe kein Gib Holz. mir Eisen, ich will Eisen finden. Ich will Holz. Eisen. Ich will Kuja. So. Da ist kein Holz, aber da sind die Spikes, die ich gesucht habe. Das gehört da nicht rein. Toll, ich bin auf dem Bedrock angekommen. Ja, geil. Ja, ist ja klasse. Läuft bei dir. Ja, nee, das bedeutet, ich brauche gar nicht weiter nach Eisen zu suchen. Ja, kann man rausinterpretieren. Ja, kann man, ne? Okay, dann gehe ich jetzt woanders hin. Was ist das? Das ist leider Kohle. Okay. Also hier unten, wir haben eine riesige Bleimine jetzt unter unserem Ja, Haus. Und geil, das ist. läuft. Ja, aber wenn wir jetzt. Wir bräuchten andere Sachen eventuell eher als Blei halt, weißt du? Ich Das ist so verstehe. das Ding. So, okay. Okay, das war's schon wieder. Ich kann mich jetzt natürlich nochmal in die Richtung wie blöd hacken. Oder ich fange ganz woanders an zu Ja, graben. mir ist auch gesagt worden, hier baut doch mal eine Regenrinne, da braucht ihr nicht ständig einen Eimer Wasser raus bei euren Bäumen. Ist richtig, stimmt auch alles. Ist so, tatsächlich. Die Bäume sind noch. Sag mal, Mimi Sternchen. Mimi, well, ja, genau. Was? Was denn? Ich soll dir ausrichten, Mimi. Warum? Was Warum heißt weiß ich denn? nicht? Ich habe es In nur welchem ausgerichtet. Kontext? Vielen Dank in diesem Fall für das Trinkgeld. Auftrag erfüllt. Diese Mimimi-Leute sind bei uns regelmäßig aus dem Raid geflogen im WoW. Ehrlich? Unglaublich. Schämt euch. Macht mir nicht. Was? Ich komme durcheinander. Ist nicht CPL. schlimm. Wieso folgst du mir jetzt? Du hast mich doch schon. Okay, ja, CPL, aber Dankeschön dafür. Und fährt Oslo? Du schenkst meinem Dummy-Account jetzt ein Abo? Oh Mann, Dankeschön. So So, dumm. aber ich will die Frucht noch wegbringen. Frucht weg. Bam. So. Das ist. Danke. Trink. So. Dann kann ich mit dem ja am Wochenende mal rumspielen, testen. Das wird mir gleich wieder anders ausgelegt. Dann nehme ich 900 der Bäume, nehme ich auch. Was soll das? Also, ich brauche das Holz. Das ist eine Eisenschaufel. Haben wir denn noch? Haben wir denn noch? Haben wir gleich wieder. Forged Iron. Habe ich überhaupt keinen Woodframe Ist mehr? ein 600er. Wood. Machen wir nochmal 50. Kloppen auch weg. Kraft. Das reicht ja. Wo ist denn die Schaufel jetzt? Ach so. Aber wenn. Wer von euch ist denn dann der Dummi, ne? Okay, ich versuche mich jetzt mal im Dunkeln dann draußen. Du hast ein lila Quadrat vor deinem Ja, Nachtsichtgerät. das ist schlimm. Ich weiß, das ist ein Grafikfehler. Das ist aber nicht beabsichtigt. So, okay. Das ist doch wahrscheinlich immer noch so, dass man unter Gravel graben sollte, ne? Oder? Ja. Weiß ich Um Berg nicht, zu also suchen? da würde ich keine Aussage tätigen. Nachher ist es einfach nur Legende. Es lohnt sich überall zu graben. Und es lohnt sich eher im Schneebiom jetzt, oder? Im Schneebiom finden wir das Jodid, was wir brauchen, um Jod herzustellen. Wofür brauchen wir nochmal das Jod? Spätestens wenn wir ein AKW. Radioaktivität. Also wichtig, um Wichtig. auch an guten Loot zu Genau, da kommen, kannst du eine Mine eröffnen, wenn du willst.
Leute! Jetzt verjagt mich nicht so. Erstmal würde ich das verjagen und zweitens habe ich eben ganz kurz. Okay, man kann ja irgendeinen Namen eingeben. Ich dachte mir eben, wer hat sich jetzt mit meinem Dummy-Account eingeloggt und spendet mir 1 Euro? Dankeschön. Du hast mich ja gehört und dann muss ich dir was spenden. Das ist so schlimm, ist das, ey. Ich werde hier so übel getrollt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber auf eine ganz nette Art und Weise. Ah, okay. So, dankeschön. Ey, aber der Hund, der war eben nicht gut an der Stelle. Weil ich gerade nach irgendwie Schneetigern Ausschau halte hier. Gravel. Gibt es denn irgendwo eine größere Gravel? Oh, da gibt es eine größere Gravel-Ansammlung. Da würde ich ganz gerne hin. Ja, cool, wie das Lichtschwert gelb wird im Dunkeln. Ah, da hinten ist ein Schneetiger. Den sieht man sehr gut. Mhm. Den weißen jedenfalls mit dem Nachtsichtgerät. Ich hoffe, der bemerkt mich nicht irgendwie und kommt dann gleich rüber, wenn ich hier anfange zu bullen. Bisschen aufräumen wäre jetzt mal cool. Also, Steine nehme ich selber. Das ist ein Magazin. Das können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Das ist... Scrub. Das Uran, her damit. Das ist gar kein Gravel. Ach nee, Gravel ist das, ist Gravel hier, ne? Oder? Ja, das ist gut. Hunting Knife Book kenne ich bereits. Ja, genau, da will ich doch jetzt nicht. Oh, Nitratpower. Guck an, da hängt's rum. Was ist denn das? Ist das braune Gravel oder ist es? Würde ich eigentlich gerne dahin. Mit was, alter Knabe? Der Schneetiger liegt genau, sitzt genau auf so einem Gravelgebiet, ne? Mhm. So halb. Naja, okay. Also ich versuch's mal. Der darf mir jetzt aber echt nicht zu nahe kommen. Den muss ich ein bisschen im Auge behalten. Church, vielen Dank für dein Abo. So. Oh, das gefällt mir nicht. Warte mal, ich mach erstmal einen Deckel oben drauf hier. Erstmal einen Woodframe oben drauf setzen. Das kann so schlecht nicht sein, glaube ich. Na? Komm. Einer geht noch. So, okay. Jetzt fühle ich mich schon mal ein bisschen wohler. In welche Richtung wollen wir denn? Ich glaube... Wir wollen die Leiter... So, jetzt brauche ich Zement zum Ausbessern der Wand. Und ich hab's gerne, wenn die Spikes bei den Waffen sind. Das ist für mich Sinn, das ergibt für mich mehr Logik. 3, Da ist Zement. Haben wir noch mehr Zement? Das ist die Frage. Leute, ich bin jetzt in Sicherheit. Mir passiert hier auch nichts mehr. Alles gut. Zombie und donated 1 Euro. Dankeschön, ja. Danke, danke, danke. Ja, da gibt's einen Cooldown, genau. Wie schön. Ich kann ja zwischen Helmlampe und Nachtsichtgerät einfach mit F drücken wechseln. Ja, kannst du. Kannst Das ist angenehm. Man kann doch mit dem Tomahawk gar nichts aufwerten oder reparieren, oder? Nee, abbauen kannst du damit. Wahrscheinlich ist der Tomahawk von dem Indianerstamm gemeint, dieser spezielle. Den hab aber nur ich. Ach so, ja, okay, dann ist der wahrscheinlich damit gemeint. Schade, weil ich jetzt gerade die Woodframes gar nicht aufwerten kann, bevor ich mich jetzt, bevor ich Leitern dranhänge, weißt du? Ah ja, Das geht gerade gar nicht. So.
Oh, ich habe ja einen Hammer dabei. Ja, Tatsache, danke. Die habe ich nicht gesehen. Danke, danke, danke. Ja, dann kann ich das ja gleich machen. Das wäre ganz gut. Weil ich finde es irgendwie schöner, wenn es aufgewertet ist. Vor allem laufe ich dann nicht Gefahr, dass ich versehentlich mal irgendwie einen Block wegnehme und dann... So, machen wir dann reicher wie du. Sehr schön. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Aber das werde ich jetzt nicht dauerhaft zu machen, das kostet zu viel Strom. Mit dem Laserschwert macht das natürlich voll Spaß, auf Steinen einzuhacken. Ne? Ja, hau rein, benutze es. Nee. Nee, nee, da brauche ich, brauche eigentlich den Akku dafür, weißt du, das ist so. Ich friere schon wieder? Warum? Au! Okay, so, passt das? Dann können wir jetzt die Leitern mal dran packen, ja. Dann brauchen wir noch ein paar mehr. Leider. Bischibosch, knapp daneben. Ich habe drauf geguckt. Das Holz. Ich versuche mehr auf den Chat zu achten. Ich versuche es wirklich. Soweit es natürlich hier in der Starvation überhaupt möglich ist. Er war stets bemüht. Oh, an Zuhalt. Ja, genau. Er ist stets bemüht. Stets bemüht ist, glaube ich. Ist das eine 5? Er war stets bemüht. Im Arbeitszeugnis, ne? Er war stets bemüht, ist, glaube ich, eine 5. Ja. 5 oder 6? Ganz schlecht. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle nicht so richtig. Nee, das ist ganz unten durch. Holy moly. Ich hatte mal eine Liste, da stand alles Mögliche drin, was im Arbeitszeugnis was bedeutet. Wo ein aus Versehen Komma oder Punkt, was welche Bedeutung hat und so. Ja, ja. Ja, du darfst dir nichts Schlechtes reinschneiden. Aber das ist, oh, das ist so übel. Das Problem ist nur, wie ich finde, ist erstmal passt sich sowas eventuell mit der Zeit an. Ja. Und das tut's. Ich habe auch mal einen Arbeitgeber gehabt, der hat drauf auf sowas geschissen. Gar nicht. Genau, so. Der hat drauf geschissen. Und das finde ich von der Idee her okay. Nur dann stellt sich gleich die Anschlussfrage. Kann der andere, der das dann liest, damit überhaupt was anfangen? Oder wertet der womöglich, interpretiert der nicht womöglich Sachen in etwas rein, was so gar nicht gemeint war? Mhm. Ne, du weißt, was ich meine. Ja. Das ist dann halt so eine Sache. Ne? Übrigens, wir sind ja letztens bei den Spuckern, jetzt mal ein anderes Thema, gestorben, weil die durch die Gitter durchgespuckt haben. Ne? Du erinnerst dich. Ja. Die Metal... Genau. Scheiße! Ja? Dem G4 wird dir sehr gefallen. Ah, bleib stehen! Ja, ich stehe schon. Aus dir mache ich Hackfleisch. Ah, Drecksack! Ich kann gerade nicht. Gleich. Stress mit den Nachbarn. So. 13 Leben. Alter Schwede. Okay, wie viel hat der andere? Die andere ist tot. Ja. Zombie oder NPC? Ja, jetzt ist Schreierin und jetzt haben wir Horde vor der Hütte. Achso. Aber ich habe ja gerade die Spikes repariert. Jetzt weiß ich auch warum. Die Metal Trussings, die sollen wohl gut funktionieren. Da können sie nicht durchspucken. Aber wir können durchschießen. Potassium. Geil. Also war jetzt nur ein Vorkommen, aber... Immerhin, ich habe nur einen Block gehabt mit Potassium gerade. Aber wo ein Block ist, ist es ja vielleicht auch mehr. Ich werde jetzt... Ich habe was Lilanes. Ja, Jod. Sehr schön.
Dass es Jod ist, merkt man aber auch erst beim zweiten Schlag, ne? Beim ersten Schlag merkst du es ihm nicht an. Ich habe richtig viel Jod, glaube ich, hier. Also ich weiß nicht, es sind schon ein paar Blöcke, die ich jetzt habe, ne? Ich weiß auch nicht, in welcher Menge wir das brauchen. Da habe ich ja keine Erfahrung mit. Oh, und Eisen! Oh, das war eine gute Idee. Vielen Dank nochmal für den Hinweis mit dem Schneebiom und so. Also allein wegen Jod. Wie cool. Ach, sag, freu dich doch mal mit. Ich bin gerade Spucker am... Ja, okay. Ja, und ich habe auch nicht allzu viele Leben. Mit 14 Leben ist das so eine Challenge hier. Ach, das schaffst du, Mr. Hardcore. Du bist doch... Ne? Ist doch gleich schon mal eine gute Übung. Der explodiert! Event. Und bam. 14. Februar war das, ne? 14.2. Yes, please. Kann man gar nicht oft genug Werbung für machen. Kann man nicht oft genug machen. 30 Leute, bestimmt 15 Streamer. Also auf Twitch ist die Hölle los. Ja. Könnt ihr da eure Lieblingskanäle irgendwie raussuchen und die dann im Multistream gucken. Und mir vielleicht mal die Daumen drücken, weil ich würde ganz gerne mal ein Event bis zum Ende leben. Dicker in ein Jodhaushalt. Ja, ja. Ja, ich kann auch Mats aufnehmen. Das läuft. Wir haben hier richtig viel Jod, ne? Ja, immer her damit. Also so richtig viel. Ja. Als her damit. Ich habe keine Ahnung, in welchen Mengen man das dann nachher herstellen muss, irgendwie die Tabletten. Wenn du sagst, wir brauchen 500 Jod für eine Tablette oder sowas. Nimm mit, was du kriegen kannst einfach. Das ist so, das ist schon okay. Gut, wenn wir nachher eine Kiste voll haben. Ja. Das lohnt sich gerade richtig. Ich mache mal ein Foto davon. Auch wenn es jetzt kein Aufregen ist, als aber... Gucken. So. Ich habe mir vor, noch mal wieder ab und zu mal ein paar mehr Screenshots zu machen. Ich vergesse sogar, die Screenshots zu machen. Aber wenn ich vergesse, Screenshots zu machen, dann stimmt auch schon irgendwas nicht. Das ist richtig. Weil ich bin ja quasi der Tourist unter den Let's Playern. Ja. Wo ist der Spucker hin? Da war noch einer. I'm happy. Okay. Na, dann gehen wir daran. Ein neuer Tag im Paradies, kann ich ja nur sagen. Spucker ist weg. Okay. Können wir gleich mit der Reparaturarbeit weitermachen? Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt doch die Zeit ein bisschen hochgestellt haben. Das merkt man. Also ich habe jetzt wirklich hier Zeit, auch mal aktiv Bergbau zu betreiben. Das hilft uns auch weiter. Ja, also die ist jetzt richtig extrem hochgestellt. Ne? Also war schon ordentlich. Ja, es ist in dem Mod geschuldet. In normalen 7 Days to Die Vanilla würde ich nicht auf die Idee kommen. Aber ja. So, ich repariere mal wieder die Spikes. Das war ja hier alles kaputt. Kannst du nochmal nach der Zementschmiede gucken, ob die da nochmal ein bisschen Stein vertragen kann oder weitere Zement? Ja, die habe ich im Auge. Die habe ich im Auge. Okay, das ist gut. Weil ich bringe reichlich mit von allem. Da hat doch wieder irgendwas gegrumpft da draußen. Na, ich mach mich mal kleiner. Ich habe das Gefühl, die hören mich da draußen so laut. Vielleicht auch nicht so cool. Na? Ach komm. Wie man das nicht sehen kann, dass das Gravel ist, ne? Weil es einfach stumpf aussieht wie... Na, ist ja witzig. Na, toll. Was ist denn das für ein Geräusch denn draußen gewesen? Kenne ich da irgendwo her. Was war denn das für ein Geräusch da draußen? Guck, der explodierende Spucker hier, was der hier für einen Schaden verursacht hat.
Was hier? So kann ich auf. So, Spikes. Digga. Das ist richtig cool, ja. Mr. Sonny, vielen Dank für den Follow. Vielen lieben Dank. Willkommen im Team. Willkommen in der Community hier. Den musst du alle Nasenlang reparieren. Ich finde das mit der Axt ganz okay, muss ich sagen. Den Bohrer musst du alle Sekunde reparieren. Da gibt nur. Da gehen nur unheimlich viele Repair-Kits da drauf für den Bohrer. Ich stehe auf den Bohrer. Ich sehe auch gar nicht so unbedingt die Veranlassung, einen Bohrer zu benutzen, wenn. Es läuft ja gerade. Ich habe ja hier eine Riesenader gefunden. Und. Da macht eigentlich auch dann jeder Schlag Spaß, weißt du so. Wenn du am Suchen bist, dann finde ich einen Bohrer, würde ich wahrscheinlich noch ganz praktisch finden, weil du willst ja erstmal dahin kommen, wo es interessant wird. Aber sofern ich dann Ressourcen gefunden habe, mache ich das auch gerne mit der Hand. Also mit auf Metall, auf Eisen mit dem Bohrer zu gehen, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Also ob sich das wirklich rentiert, sag ich mal. Ja, das muss man dann rausfinden irgendwie. So, gucken wir mal. Dann können wir hier gleich mal anfangen, irgendwie mal Treppen zu setzen. So. Man kann sich so eine Höhle ja auch in schön machen. Ja. Einmal. Itis. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist in dieser Ader hier. Das ist der Hammer, ist das. Astag. Okay. Ja. Wie gesagt, vor allen Dingen Eisen, Eisen, Eisen. Ist gerade ganz wichtig für mich. Und Gravel kriege ich auch zwischendurch immer. Mhm. Danke für die Spende von 1 Euro. 7 Tage wirst du sehen. Danach hat Zombie von uns gehen. 7 Tage wirst du sehen. Also wir steigen jetzt um von diesen Iron Bars auf die Metal Trussings. Tage verfolgt von dicht wie nix. Vielen Dank für den Follow. Ich sing's jetzt nicht, ich weiß, dass das... So geil, geiler Name. Dicht wie nix. Dicht wie nix? Dicht wie nix. Finde ich lustig. Dicht wie nix. Ja, sehr schön. Das ist ein netter Versuch, mich zum Singen zu bringen. Irgendwo läuft hier draußen irgendein Zombie rum. Ich kann das vom Geräusch her aber nicht erkennen, was es ist. Das ist doch Gravel hier unter mir, aber da bin ich nur jetzt ein. Nee. Ah, da geht's weiter mit dem Eisen. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Blei ist hier auch nochmal. Aber Potassium würde ich viel geiler finden. Das ist, glaube ich, normaler Schneezombie, ne? Oder? Der da ist vom Geräusch her. Versucht natürlich. Ich hätte gerne einen Bohrer. Da ging das nämlich alles zack, zack. Aber gut. Was einen Bohrer hatten wir doch. Aber ja, aber der ist hinüber. Den können wir nicht reparieren, weil wir keine. Und so weiter. Ah, stimmt. Okay. Damit wäre ja dann auch gleich der Hinweis bei mir im Chat dann auch mit abgetan. Ja, wir hatten einen, aber der ist halt kaputt. Und so. Ja. Wir haben noch keinen Bohrer. Der gefunden. Ist am AA. Das ist dann doof. So. Was braucht man denn so Recipes? Wir können mit Grain Alkohol und einem Jod, ne? Stellen wir diese Jodin Solution her. Mhm. Ein Jod und ein Alkohol. Geht. Du Was? Könntest schon mal anfangen, Alkohol herzustellen, falls wir das können. Nö, können wir nicht. Wir haben keine Brennerei. Kann man da mal ein Campfire machen, oder haben sie es geändert? Doch nicht in der Starvation Mod. Ja, kann der Alkohol dann mehr? Ich meine, knallt er dann wenigstens rein? Nein, die Herstellung des Alkohols geht nur in einer Brennerei.
Muss man da Skillpunkte veropfern oder muss man da. Kann man die einfach herstellen? Ich glaube, das brauchst du. Da brauchst du ein Buch für. Ich muss gleich mal gucken. Haben wir denn überhaupt schon Alkohol gefunden? Haben wir, ne? Wir müssten Alkohol haben. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Wie viel denn? 15. 15? Nein, mehr. 19. 19? Jetzt können wir also uns dann 19 Jodlösungen herstellen. Theoretisch. Ist das viel? Die kann man dann so trinken, die Jodlösung, oder muss man die wieder in das reinmischen? Also, wir stellen natürlich dann nicht die Jodlösung her, sondern Spritzen. Und da müssen wir ein bisschen mehr investieren mit. Ja gut, du musst diese. Aus dem Jod kannst du nur diese Jodlösung herstellen. Ja, ja. Das kannst du später umwandeln. Da brauchen wir aber noch was für. So, möchtest du mal so grob wissen? Also ich habe hier nur einen Teil von dem Jod jetzt erstmal abgebaut, ne? Mhm. Willst du wissen, wie viel es ist? Wir haben schon wahrscheinlich reichlich jetzt, ne? Natürlich will ich wissen. Ja, aber wie viel ist denn reichlich? So. 200, 300? Ja, ich bin jetzt bei 1835 angekommen. Ja, das ist doch super. Da geht auch was. Wir können, wenn das was bringt, können wir das Jod ja auch verticken beim Händler, ne? Ja, müssen wir gucken, ob das lohnend ist. Nee, ein Stack 489. Sehe ich gar nicht ein. 1000 Stück. Ja, da also ich denke mal, das ist der Preis für 1000. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Kriegt der Händler nicht für den Preis. Also für den Preis lutsche ich das einfach so. Ich verstehe. Und kann ich schaden. Ja. Na nun? Na? Nee? Vielleicht mal wieder ans Tageslicht. Man kann auch mit Calcium und Zement zum Pulver machen. Ja. Was mit dem Jod vermischt und daraus dann Tabletten machen kann. Mhm. Aha. Das sind dann die Painkiller oder normale Jod-Tabletten? Ja. Nee, nix Painkiller. Painkiller kannst du so nicht herstellen. Nee, okay. Okay. Das wäre noch attraktiv, wenn man Painkiller herstellen kann. Ja. Das war jetzt ein Pfirsichbäumchen. Wenn es da gerade um die Ohren geflogen ist. Also so viel Jod brauchen wir hier gerade gar nicht. Wir haben also eigentlich viel zu viel Jod. Okay. Ich muss nur durchs Jod durch, um an das Eisen zu kommen. Das ist das Problem. Mhm. Also ich würde das so Jod sonst jetzt auch gerade links liegen lassen hier. Also wenn das jetzt richtig Kohle bringen würde beim Händler, könnte man ja noch drüber reden, ne? Aber ein 1000er Stack für 500, das lohnt sich ja nicht. Ich glaube, das ist nichts. Stell gleich mal den Hundenapf von Hunderfutter her für den Babytiger. Das könnte man eigentlich mal machen. Ja, wir haben doch ein schönes Haustier gefunden. Ein seltenes, geiles Exemplar. Ich gehe mal zurück, ich bringe mal Metall mit und so, dann komme ich mal zurück. Ja. Gehe mal ins Tageslicht eben und... Und wir könnten mal versuchen, die Köchin auf Position zu bringen. Ist sie denn aufgewacht, ja? Ja, wir haben Tag, also die muss wach sein. Wenn sie noch lebt, ist sie wach. Ist ja, vielleicht hat sie sich hier nachts umgedreht und ist in die Spikes gerollt. Nein, ich glaube nicht, Tim. Unsere Wunderbirne. Da. Irgendwas höre ich. Irgendwas haben wir vom Haus, irgendwas Böses. Irgendwas Böses vom Haus? Ich bin aber noch gar nicht zurück. Ich muss auch was essen. Das ist mein Horde, Horde. Also, dann bleibe ich noch hier. Ja. Nee, lass einen vorbeilaufen oder willst du looten? Also ich brauche noch ein bisschen. Ne? Also ich könnte hier bestimmt noch mal 3000 weitere Jod rausholen, wenn ich mir das so angucke. Ne? Okay. Problemlos. Ja. Also die ganzen Wände links und rechts, alles voll mit Jod. Komplett grau alles hier. Okay. Egal, wo ich hingucke, ist unglaublich die Mine. Ich klopfe das jetzt doch nochmal eben kurz weg, weil dahinter könnte noch mal Eisen liegen. Okay. Vielleicht sollten wir da auch mal eine Hedge drauf machen. Das ist echt der Hammer. Damit unsere bescheuerten NPCs dann nicht drauflaufen. Vielleicht kann man mit der Jodlösung ja noch was anderes machen. Aber ich glaube, es ist schon wieder Zeit.
Meine Oh ja, Gönnung. 30 Minuten haben wir jetzt. 30 Deswegen Minuten. Sagen wir mal fleißig auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Genau. Tschö, tschö. Bis dann.